Angie, erstmal Glückwunsch, du bist jetzt Label-Boss. Wie fühlt sich das an? Bruder, erstmal Dankeschön. Ich sag dir ehrlich, es ist auf jeden Fall ein Traum, den ich mir schon als Kind erträumt habe. Das war auch der Grund, warum ich überhaupt zu Bra-Musik gegangen bin. Jetzt ist es anders gekommen als erwartet. Kann man positiv, negativ sehen. Ich sehe es natürlich positiv, weil das, was im Endeffekt sozusagen bei mir verkehrt gemacht wurde, kann ich jetzt besser machen. Weißt du, was ich meine, mein Bruder? Und ich habe auch generell, ich weiß, ich bin von mir ein Mensch so, ich habe bestimmte Vorstellungen, nicht nur vom Leben, Bruder, sondern auch von meiner Arbeit und so weiter. Weißt du, was ich meine? Und ich glaube, ich kann das am besten alleine umsetzen, Bruder. Wenn ich mit meinem eigenen Kopf, weißt du, ich meine, ich habe auch mein Team natürlich hinter mir. R.A. macht mein Management. Wer R.A. ist, brauche ich glaube ich nicht sagen. R.A. ist der King, Mann. Auf jeden Fall, R.A. macht mein Management. An alle, die auch irgendwelche Bookings oder Sponsoring-Anfragen haben und so weiter, meldet euch bei meinem Bruder. Und ja, Mann. Mal schauen, was die Zukunft bringt, mein Bruder. Also auf jeden Fall viel Glück und schöne Grüße an R.A. Ja, Mann.